Juhu, es haben sich doch noch ein paar Leute gefunden. Jetzt zumindest erstmal vier. Solange man mal eine Runde dann am Laufen hat, kommen die Leute eigentlich recht schnell, wenn zumindest schon mal vier Leute dabei sind. Das hoffe ich jetzt schon. Oh, da fliegen gleich die ersten Fetzen. Das ging ja schnell. Dann dringe ich mal weiter vor. Brickshot. Geile Map-Schilling, sagt der I'm the Big. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Es ist so ein seltsames Gefühl, auf seiner eigenen Map zu spielen. Entweder hat er einen Sniper oder ist er eingeschlafen. Meine eigene Map. Das Werk von den Händen Schillings. Ah, der hat gerade geschrieben. Beziehungsweise getippt. Kennst du Moonraver? Der hat geschrieben, du hast auch ein Leben. Ja, ich denke schon, dass ich ein Leben habe. Wow, wow, wow. Hallo, Frechheit. Jetzt will er sich rächen, weil ich ihn vorher beim Chatten erwischt habe. Jawoll, meine eigene Map und ich rocke ab. Gut, das ist, dauert auch mal eine Zeit, bis die Leute die Map ein wenig kennenlernen. Denn sonst ist das ja unfair. Ich habe ja hier den Heimvorteil. Wo ist der andere? Der It's No 4. Jetzt laufe ich hier mal weiter woanders hin. Die Map ist ja doch eigentlich ganz groß. Da kann man sich überall entscheiden, wo man hinläuft. Leberkass hat den Raum verlassen und wieder betreten. Okay. Leute, wo seid ihr? Kommt auf die Map. Schillings epische Epic Map. Oh, ich kann gar nicht mehr nachladen. Und da verschieße ich so unnötig hier meine Munition. Wo verstecken sich die Leute? Eigentlich kann man sich hier nirgendwo verstecken. Das müsste ich ja genau am besten wissen. Frechheit. Wo ist der It's not fair? Was habe ich vorher gesagt? It's no fear? It's not fair. Wo versteckt er sich? Ah, da ist er. Wir haben uns gefunden. Trotz der wenigen Spieler findet man sich hier doch recht leicht. Und hier sind gleich beide. Double kill. Wo sind die Leute? Das ist eine Map für richtige Baller-Action. So, die respawnen hier. Das heißt, ich kann jetzt hier mal kurz warten. Jawohl. Jacko Boy hat den Raum betreten. Sehr fein. Leider kommt er zu uns. Ich dachte hier neues Kanonenfutter. Und noch jemand. Jawohl, jetzt wird es so richtig voll. Sobald mal ein Punkt erreicht ist, wo man einige Spieler hat, kommen sie eigentlich wie von alleine. So, wer hat da gerade nachgeladen? Was soll das? Habe ich hier gerade jemanden gesehen? Okay, der gehört zu mir. Hier. Hier bist du. Nein. Ich dachte gerade, das ist ein Kopf. Dabei war das die Lampe. Da habe ich mir wohl ein Eigentor geschossen mit meiner eigenen Map. Geht in Deckung. Ja genau, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich habe die Sprache, das werde ich danach in den Einstellungen noch kurz machen, die Sprache auf Deutsch gestellt. Das heißt, die Sprache des Spiels war ja schon immer auf Deutsch. Aua. Der wurde gerade hier ordentlich vermöbelt. Aber die Sprache von den Leuten, beziehungsweise einfach von den Rauchgranate und so weiter, was die da immer gesagt haben. Oder geht in Deckung, wenn man eine normale Granate wirft. Die ist jetzt auch auf Deutsch. Die kann man auch auf Französisch, auf was auch immer, worauf man Lust hat, stellen. Japanisch. Und auf Deutsch hört sich das irgendwie so an wie SpongeBob. Hallo?
Genau, hier auch das Lachen. Also finde ich ganz lustig. Sollte sich jeder auf jeden Fall mal anhören und ausprobieren, wie das auf den anderen Sprachen so klingt. Ja, das war ein Fehler, jetzt die Granate zu werfen. Also irgendwie muss ich sagen, okay, da ist zwar gerade jemand gegangen, aber muss ich sagen, dass die Map gar nicht mal so schlecht ist. Also mir gefällt sie. Ich muss sagen, mir macht es Spaß. Ob es zu dunkel ist, ja, wird man auf die Dauer dann sehen. Ob es zu langweilig so ist, aber eigentlich spricht da ja nichts dagegen. Mir gefällt es sehr gut. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja gut, mir gefällt es sehr gut. Ich habe es auch gebaut. Aber ich wollte einfach mal was anderes bauen. Nicht die typischen. Also ganz oft gibt es ja so Dschungel-Maps oder einfach Maps mit Häusern, mit irgendwelchen Gebäuden. Aber sowas Futuristisches. Ich glaube, das ist eine der ersten Maps. Zumindest kenne ich sonst keine andere. Wow. Nein, wieso lade ich nach? Das war gerade eher sehr schlecht. Ich höre die Schüsse, ich höre die Schüsse. Hier hinten kann man sich übrigens auch verstecken. Zumindest ein bisschen. Man sollte eigentlich den Helm sehen. Habe ich extra nur zwei Bricks hochgenommen. Dass man sich nicht ganz verstecken kann, sondern man sollte, zumindest wenn jemand einen Helm aufhat, sollte man den dann schon sehen. Beziehungsweise sehen, dass da hinten jemand steht oder campt oder was auch immer. Die dringen jetzt aber ganz schön weit vor hier zu uns. Hier der dünne Durchgang des Todes. So habe ich ihn jetzt spontan genannt. Oh, da wurde gerade jemand von uns abgeknallt. It's not fair, der ist nicht schlecht. Also, einmal hier, okay, das war wieder ein Brickshot. Jetzt gehe ich aber mal die andere Richtung. Damit hättest du wohl nicht gerechnet. I'm the big. Nein, lass ihn doch in Ruhe. So, jetzt aber hoffentlich bleiben die Leute und bewerten die Map gut. Jetzt bin ich schon gespannt, was dann hier so für Bewertungen geben wird. Ich mache mal vielleicht nur auf 50. Nein, it's not fair, hat den Raum verlassen. Geile Map, Tryhat. Dankeschön. Und der nächste geht. Nein, jetzt bin ich so traurig. Da investiere ich Schweiß und Blut in diese Map. Nein, da fragt er nach Dusty. Okay, dann. Ja. Dann gehen wir mal irgendwo anders hin. Ich werde die Map dann später nochmal auspacken. Ich habe sie jetzt mal. Vielleicht bleiben die hier sogar. Jetzt ist der Raum sogar noch offen. Epic Schilling spielt. Jetzt checke ich nochmal kurz zur Kartenverwaltung. Registrierte Karten. Das updatet sich wahrscheinlich erst immer täglich oder im was für einem Rhythmus auch immer. Denn ich habe hier noch immer keine Bewertung. Naja, mal schauen. So, Spielräume. Wo gehe ich hin? Village. SpongeBob war ich auch schon so oft. Lost Pirate ist eine, ich glaube, das ist die eine coole Sniper-Map. Da sind zwei Piratenschiffe nebeneinander aufgestellt. Warzone, Highway, Sky Garden. Das, die ist auch offen. Basecamp. City mit Eroberung der Flagge. Das wäre auch interessant. Hier ist das, die offen. Ich glaube, in das, die gehe ich nicht schon wieder. Highway spielt. Highway. Highway mit Explosion. Das klingt interessant. Das ist mal was anderes. Da schaue ich rein. Hier haben wir in den Highway. Los geht's!
Wie kann der mit Respawn-Schutz angreifen? Was soll denn das? Ich glaube, ich sehe nicht mehr richtig. Und was ist das Tolles? Aha, okay, die stehen hier alle drin. Angreifen mit Respawn-Schutz. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Sieg für das rote Team. Also ich finde die Stimme schon knuddelig, muss ich sagen. Kann man nicht sagen. Das soll der Highway sein? Wo ist der Platz für die Bombe? So, dann räumen wir hier doch mal auf. Blue win. Jawohl, der Schilling kommt und die Blauen gewinnen. So geht's doch gleich besser voran. 4-1. Mal schauen, ob wir das noch aufholen können. Das erfordert jetzt höchste Konzentration. Aber ich habe den Explosionspunkt noch immer nicht gefunden eigentlich. So, komm, husch. Husch. Geh doch da weiter, bitte, Mann. Brickshot, nice. So, einer müsste hier noch irgendwo leben. Ah, der sitzt in dem Geschütz. Jetzt überrasche ich ihn und... Wo ist dieses Geschütz? Ah, das ist bei uns. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. So. Geht zwar gerade momentan schon wieder am Ziel vorbei, die Bombe hier irgendwo zu legen. Wer hat die eigentlich? Haben die wir oder das rote Team? Muss ich auch gleich mal schauen. Wenn man die Bombe hat, ist sie auf der Taste 5 belegt. Nein, wir haben sie nicht. Aua. Aua, 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 nein. Da trifft er mich so hart, dass wir jetzt wahrscheinlich verlieren werden. Blue win? Nein, wir haben gewonnen. Oh, boah, jetzt wird's aber wirklich interessant. 4-3 von 4-0 aufgeholt. Aber jetzt sind wir auch in der Überzahl, muss man dazu sagen. 4-6. Da wurde anscheinend Balance nicht angestellt, weil dann wechseln automatisch die Mitglieder das Team, sofern es unausgeglichen ist. Breakshot. Und 4-4. Jetzt steht es 3-5, jetzt wird es immer unfairer. Naja, was soll man machen? Wenn die Einstellungen falsch getroffen sind, ist man selber schuld. Bereit. Genial ist es auch, wenn diese lustige deutsche SpongeBob-Stimme Doppelkill sagt, Double Kill, dann heißt es irgendwie so Doppelkill und ich verstehe dann immer Doppelkill. Ah, die haben da oben, wollten sie gerade die Bombe legen. Die Bombe wurde scharf gemacht. Oh mein Gott, 30 Sekunden. Schnell entschärfen. Entschärfen. Wo? Irgendwo muss noch einer leben. Und sonst müsste eigentlich... Ah nein, wegen der Bombe, genau. Flame Ghost, der lebt noch. Wir haben sie entschärft. Die Bombe fliegt irgendwo runter. Wir haben gewonnen. Win. Ich habe jetzt nur noch 30 Sternenstaub. Ich bin jetzt etwas egoistisch, weil mir die Map auch nicht gefallen hat und bewerte diese Map nicht. Und gebt dann meiner Map die nächsten 10 Punkte. Macht ja jeder so, wieso sollte ich es nicht auch machen? So, was gehe ich jetzt an?